Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sam und Max. Mann, ich bin mal echt gespannt, wo wir hier bei Bumpus weiterkommen. Also, nochmal Zusammenfassung für heute. Wir müssen irgendwie in diesen Raum, weil wir die VR müssen wir nutzen. Zu spät. Was, wie zu spät? Ach, hat er auf den Droid? Ach, wie? Also doch den Droid. Man kann doch was mit dem Droid machen. Oder was? Oder wie? Okay, probier's mal. Kann ich den nehmen? Er ist nicht mein Typ. Hä? Kann ich den benutzen? Nein. Benutze ihn. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Ne, das wüsste ich leider Gottes auch nicht. Was war anders eben? Was? Das mit dem zu spät? Ja. Weiß ich nicht. Habe ich irgendwas verpasst hier? Hätten wir irgendwo... Hallo? Ja, danke sehr. Irgendwas? Der kommt ja durch alle Räume putzen. Hier haben wir noch immer das. Die Perücke. Hier hatten wir das Kissen weggenommen. Na? Wie hat er langsam hochfährt? Es sieht wie das offizielle Makro-Hard-Reinigungsroboter-Handbuch aus. Wenn ich nur ansatzweise dazu geneigt wäre, mich ein wenig zu strecken, dann könnte ich es vielleicht erwischen. Aber ich bin sicher, dass ich auch auf bequemere Weise ans Ziel kommen werde. Max. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Hier, warte. Aha. Das ist doch das Bequemere, womit wir überall reinkommen. Was machst du da? Lehn dich zurück und lass dich faszinieren. Aber gut. Das Geräusch. Hutsching, hutsching. Kabuff. Ja. Lehn dich zurück und genieße. Das ist so übertrieben, ey, mit dem Fahrstuhl. Mit der Rolltreppe. Ups. Ups. Ich habe auch einen Fahrstuhl ins Schlafzimmer. Ah. Ja, gut. Jetzt lesen wir auf jeden Fall erstmal das Handbuch für den Roboter durch. 15 Stunden später. Alles gefunden, was du wissen wolltest? Ich hoffe. Ich habe mich in dem Kapitel Fehlerbeseitigungen nicht mehr konzentrieren können. Ich frage mich, ob Bumpus in der Zeit schlafen gewesen ist. Okay, wo ist der Roboter? Kann ich jetzt mit dem was machen? Da ist er. So. Ich kann nichts machen, solange er sich bewegt. Ja, er bewegt sich doch jetzt nicht. Müssen wir irgendwo auf den warten? Keine Ahnung, warte mal. Versuch's nochmal, wenn er putzt. Ich kann nichts machen, solange er sich bewegt. Ja. Da, schnell. Jetzt, wo ich den dicken Wälzer Intus habe, kann ich mit dem Roboter machen, was ich will. Ja? Ich bin beeindruckt. Das war noch gar nichts. Schau dir das an. Helft mir, Sam und Max. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Dass du immer nur Flausen im Kopf hast. Entschuldigung. Das hier könnte nützlicher sein. Oh, okay. Oh Mann. Danke, LucasArts. Okay. Ach, das ist seine Putzroute, oder was? Ach ja. Okay, er muss eigentlich nur im Blau putzen wahrscheinlich, oder? Da hast du ja die Alarmanlage. Ja, stimmt. Das wäre am sinnigsten. Weil im besten Fall... Dann fährt er da rein. Löst er es aus, weil er blöd ist. Und wie kommen wir jetzt an? Hallo? Hallo? Okay. Es sieht nicht so aus, als ob der süße kleine Roboter seinen neuen Anweisungen folgen möchte, Sam. Ich werde ihm eine süße kleine Chance geben. Da geht er hin. Ich platze fast vor Neugier. Ich wusste doch, dass ich etwas gerochen habe. Okay. Ja. Was zum... Yo. Perfekt. Sehr, sehr gut. Perfekt. Wie pavlovianisch. Das musst du gerade sagen. Alles klar. Warum habe ich eigentlich noch das Buch? Jetzt können wir in die VR-Maschine. Genau. Und ich habe immer noch das Buch auf der Schnellleiste. Benutzen. Das sieht so gut aus. Das ist Virtual Reality. Ich glaube, mir wird schlecht. Also ich habe heutzutage schon bessere Virtual Reality gesehen.
Sehr gut. Okay. Ich möchte nicht wissen, wie das in echt aussah. Hä? Oh, was? Und? Ich habe die Prinzessin nicht gerettet. Nein. Was tut ihr zwei hier drinnen? Verschwinden. Hä? Verkackt? Ja, scheinbar, was hätte ich machen sollen? Was hätte ich machen sollen? Irgendwie? Muss wahrscheinlich schneller sein als der Drache. Oder was auch immer das war. Das sollte ein Drache gewesen sein. Dann, wo ist denn jetzt der Putz? Ach, da ist der Putzroboter. So, nochmal benutzen. Hallo. 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 Gut. Ich will nicht, Sam. Oh. Nein, nicht nehmen. Ich kann nichts machen, solange er sich bewegt. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Alter. Was? Lauf. Sonst gebe ich dir gleich mal ein unbrauchbares Ding. Frickelig. Folge mir, du spielbürgischer Roboter. Spielberg. Lass es uns noch einmal versuchen. Zack. So. Blau ran. Raus da. Ich weiß immer nicht, wie ich da rauskomme. Hä? Ich kann an den Rand klicken und nichts passiert. Wann bin... Keine Ahnung. Toll dich, kleiner Roboter. I don't know. Hm. So. Zack. Was zum... Was zum... Zack, er kommt vorbei. Wir gehen wieder rein. Er hat nichts dazugelernt, oder? Der wird niemals was dazulernen. Lauft. So. VR benutzen. Und Drachen töten. Das kann ich nicht aufheben. Nein, natürlich nicht. Das sollst du nicht aufheben. Ja, Brüste. Ja, genau. Was auch immer das ist. Ich verstehe immer noch nicht, warum so viel Wirbel darum gemacht wird. Guck mal, wie alt das Spiel auch ist. Passt heutzutage auch. Ja, jetzt reiß ihm doch mal die Wirbelsäule raus, fertig ist. Und... Kopf ab. So, und jetzt schnell auf ihn klicken. Okay, ich klicke einfach. Ich klicke. Links, rechts, links, rechts. Ja, wir haben extra life. Yeah. Nehmen. Ach so. Oh, oder so. Hä? Was? Und? Ich bin jetzt der Schlüsselmeister. Hast du zufällig auch einen Zahn gefunden? Ich weiß zwar nicht, was ihr Wichte vorhabt, aber ich will, dass ihr verschwindet. Sofort! We do as you please. Very, very good. Ja, saugeil. Ich weiß auch, wo der Schlüssel hingehört, Marco. Ja, das Schlüsselloch, das haben wir ja schon gesehen. Jo. Und dann können wir das schon ausmachen hier, den. Laser. Genau, zack. Zack, hier nichts mit Sicherheit mehr. Das findet sie gut, das findet sie gut. Hey, danke! Nun zurück zur Kirmes mit euch. Ich habe moralische Bedenken, Bruno zurückzubringen. Ich nicht. Lass uns gehen, du riesiger Fellhaufen. Bleib von ihm fern, du Untier. Ich bin kein Untier. Ich bin zwar ein blutrünstiges, aber liebenswertes Häschen. Also, ich werde nicht zur Kirmes zurückgehen und ich komme schon zu spät zu einer Party. Ach ja, die E.T.-Party. Wo findet sie denn statt? Bei Evelyn Morrisons Savage Jungle Inn im malerischen Half-Life, Nevada. Nur für Yetis. Und ihre Begleitungen? Ohne Ausnahme. Lass uns gehen. Ähm.
Können wir da jetzt trotzdem hin? Kann ich den Schlüssel wieder mitnehmen? Nein. Warte, gibt's hier noch irgendwas? Nee. Nur da oben noch. Wo? Da. Bumsville. Bumpesville singt. Toll. Ja, toll. Danke. Tschüss, Pinocchio. Ja, geh doch raus. Ach, er muss in den Türrahmen. Ist ja klar. Wer hätt's denn nicht gedacht? Ah, Mann. Ja, aber dann haben wir den Yeti doch jetzt. Ja. Dann. Genau das. Schau mal durch. Warte mal. So. Benutz dein Auto und dann gehen wir mal zur Party der Yetis. Da kommen wir eh nicht hin. Savage Jungle Inn. Welcome. Hi. Dieser Ort ist Hawaii-idyllisch. Hawaii-idyllisch? Ja, hier fühle ich mich so richtig eingeboren. Ich hoffe nur, dass man hier authentische wilde Tiki-Cocktails mit dem authentischen wilden Tiki-Firlefanz bekommt. Der Tiki-Figuren. Es ist ein kleiner, blubbernder Vulkan, der Dschungelatmosphäre den gewissen Kick gibt. Sieht eher aus wie ein Schokoladengeysir. Kann man hier rein? Nee, oder? Doch, ja, ist was? Ah, okay. Ja, schön. Was ist das? Kühlschrank? Es ist eine Telefonzelle mit Schutz vor Spannern. Ach so. Das ist ein besonders großer Yeti. Das kann nicht mehr. Was? Das kann man nicht angucken. Das ist wahrscheinlich wieder Sam. Kann man Hintern drauf erwähnen? Das ist Max. Meine ich auch. Die kenne ich irgendwoher. Das ist interessant. Die hat die Zigarette in ihrem Ring. Ich frag mich, ob dieser Vogel sprechen kann. Vielleicht gibt er uns einen wichtigen Hinweis. Ach, erzähl keinen Blödsinn. The Reptile. Den Film habe ich damals im Kino gesehen, als ich noch ein Welpe war. Als die Spannungskurve ihren Höhepunkt erreichte, schmissen sie riesige Plastikschlangen ins Publikum. Warum dreht man heute nicht mehr solche Filme? Wachsende Ansprüche? Vielleicht. Ich rede noch mit dem Vogel. Sei nicht albern. Och Mann. Dann rede ich mal mit dem anderen Vogel. Was ist dort drin los? Riesige Yeti-Party. Okay, da können wir nicht rein, oder? Stopp! Was ist? Nur Yetis und ihre Begleitung dürfen passieren. Das ist doch, ich hab doch einen Yeti hier. Ist Max nicht ein Yeti? Na, reden wir mit ihr. Hey, sind Sie nicht Evelyn Morrison, die berühmte B-Movie-Aktrice? Ja, ich bin sie. Ich habe alle ihre Filme gesehen. Mein Lieblingsfilm ist Roboterterror in der hintersten Galaxis. Ist das der, wo der Außerirdische sagt, Klamm du, Beretta nimm du? Nein, das war ein Vampire in Gefangenschaft. Oh, richtig. Möchten Sie ein Autogramm von Evelyn Morrison? Eigentlich wollten wir nur ein paar Fragen stellen. Evelyn Morrison ist jederzeit für Interviews verfügbar. Das ist doch perfekt. Action. Ich bin fertig für meine Nahaufnahme, Mr. Corman. Okay. Ich habe dieses unwiderstehliche Verlangen nach einem Cocktail mit Schirmchen. Evelyn Morrison's Jungle Inn hat die weltbesten Cocktails mit Schirmchen aus 237 verschiedenen Sorten rum. Alle in nur einem Cocktail? Wo geht es zur Bar? Mal ganz locker, Max. Du trinkst doch überhaupt nicht. Oh, richtig. Der Tukan muss mir Worte in den Mund gelegt haben. Natürlich. Erstmal fragen wir über den Yetis. Haben über Sie den irgendwelche Yetis. Probleme mit den Yetis? Evelyn Morrison kam schon immer gut mit den grotesken Kreaturen der Nacht aus. Ich fasse das mal als Nein auf. Okay, und mal Conroy? Sie haben nicht zufällig so einen kurzen, selbstverliebten, am Rande des Abgrunds stehenden Country-Western-Lieder singenden Star gesichtet? Den hat Evelyn Morrison schon vor Stunden des Geländes verwiesen. Warum? Er hat Evelyn Morrisons Gäste belästigt. Er wollte wahrscheinlich noch mehr Yetis haben. Ich komme später nochmal wieder. Evelyn Morrison wird hier sein. Warum nehmen Sie nicht zwischenzeitlich ein paar dieser Broschüren mit? Es sind Autogramme von Evelyn Morrison auf ihnen. Das macht sie zu begehrten Sammelobjekten. Danke.
Oh, ui. Haben wir jetzt von Evelyn Moore... Doch, da. Ich hasse es, wenn du summst, Sam. Das hört sich wie Hochspannungsmasten an. Diese Prospekte sind vom Mount Rushmore, Dinosaurier, Tiergruben und Bungee Nationalpark in North Dakota und zu einem Platz, der sich berühmtes Gemüsemuseum nennt in Gold River, Texas. Oha. Oh, was? Ich glaube, mir gefiel das Summen besser. Okay. Diese Dinge kann man nicht... Okay. Können wir da eigentlich rein? Das kann ich nicht aufheben. Ja. Ich wüsste niemanden, den ich anrufen könnte. Ruf mich an, ruf mich an! Du müsstest vorher leibhaftig werden. Ich bestehe aus Pixeln, das ist besser als leibhaftig. Das war ein furchtbarer Dialog, Max. Mir verzeiht man das. Ich bin niedlich. Wo ist er? Ach da, ich wollte gerade sagen, wo ist der überhaupt? Ja, scheiße, also hier kommen wir gar nicht rein bis jetzt. Nee, da können wir auch nicht lang, oder? Hier links, da war eine Brücke. Na, nee, na, scheiße. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Ja, dann haben wir aber ein paar neue Orte. Bin mal gespannt, ich kann mal gucken. Oh, ich will das Auto. Warum steht eigentlich Max immer genau vor den Objekten, die wir benutzen? Was haben wir denn jetzt? Wir haben eine Tomate. Gewollt. Wir haben die Tomate und wir haben den Dinosaurier. Na, Marco, wo willst du hin? Tomate oder Dino? Tomate oder Dino? Oh. Tomate? Dino. 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 I. Dino Bungee National Memorial. Okay. Ach, die kommen überall aus den Nass. Oh, Mann. Oh. Kann man sich angucken hier? Hm. Was für Dinosaurier sind das, Sam? In Anbetracht ihrer strammen Waden würde ich behaupten, sie gehören zur Familie der Brachiosauren. Sind die gefährlich? Das sind nur Roboter, Max. Dinosaurier sind schon vor Millionen von Jahren ausgestorben. Woher soll ich das wissen? Mir erklärt ja niemand was. Da hat er wohl recht. Kann hier hinten lang? Ich weiß es nicht. Ich versuche erstmal hier hinten lang. Jo. Na? Oder? Versuche nee. Ich es doch nicht? Na? Nee, nicht so. Och, Manu. Wahrscheinlich können wir auf jeden Fall zum Beispiel... Och, Mammut. Och, Mammut. Ich weiß gar nicht, was wir gerade machen müssen. Weil... Wir müssen uns ja anscheinend als Yeti verkleiden oder so. Ja, stimmt. Aber vielleicht ich hier, mit Mammutfell. Irgendwo habe ich solche Haare schon mal gesehen. Ah. Auf deinem Hintern? Nein, dieses Haar gleicht dem Yeti-Haar aufs Haar. Du glaubst doch nicht, dass man Yetis gehäutet hat, nur um diese alberne Attraktion herzustellen. Wer weiß? Oder besser, wen kümmert das? Ja, geil. Nimm. Das kann ich nicht aufheben. Warum nicht? Benutzen? Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Okay. Darunter ist doch ein Elefant, eindeutig. Hi, ich bin Wally, das wollige Mammut. Ich bin jetzt zwar ausgestorben, aber in der Eiszeit war ich König der Säugetiere. Hi, ich bin Wally. Okay. Das ja. Alter. Können wir dem irgendwie Fell abschneiden? Fell abraspeln? Das Fell über die Ohren ziehen? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Dann benutzt sie getrennt voneinander. Kann ich da... Oh, okay. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Das wäre interessant gewesen. Okay, wie kann ich denn hier... Ich glaube es immer noch nicht, wie sehr dieses Mammuthaar dem der Yetis ähnelt. Na, hatte ich eben schon probiert mit... Nein, achso. Ernsthaft? Nehmen. Das kann ich nicht aufheben. Er kann es nicht aufheben. Diese Dinge kann... Diese... Ach, müssen wir vielleicht... Den hier, den Anzug? Ja, das kann mit sein. Mit Mammut? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Aber wir brauchen das eine vorher, Schere, glaube ich. Wir brauchen vielleicht irgendwie eine Schere oder sowas. Eine Schere, mit der man das abmachen kann. Um ja. Rex sprechen zu hören, Knopf so. Drücken. Ja, der soll auch nochmal reden. Hi, ich bin Rex, die Donnerechse. Während der späten Jura-Periode war ich König der Dinosaurier. Wie man sehen kann, sind meine winzigen Vorderarme ziemlich nutzlos. Aber das gleiche ich mit meinem kräftigen Schwanz, meinen muskulösen Beinen und meinen messerscharfen Zähnen aus. Oh.
Wir brauchen eine Schere. 100 Pro irgendwas zum Rasieren. Weil ich glaube, mit Abziehen geht da nichts. Ich glaube, wir müssen das echt rasieren oder wegschnibbeln. Möglicherweise ja. Möglicherweise nein. Ja, was ist denn da los? Dieser Ort weckt den Sinn für Wunder. Man muss sich wundern. Tarpet Slide. Ja, sehr gut. Diese Schlange bewegt sich nicht gerade schnell. Das Gleiche kann man auch von der Rahmenhandlung behaupten. Das ist nicht witzig, Max. Also, das ist toll. Ich kann mich gar nicht erinnern, jemals so viel Tee auf einmal gesehen zu haben. Das brauchen wir mit Sicherheit. Ich auch nicht, aber mein Langzeitgedächtnis ist virtuell nicht existent. Kann man das, den Tee mitnehmen? Tee brauchen wir auf jeden Fall für unser Kostüm. Können wir Kinder mitnehmen? Er ist nicht mein Typ. Alter. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Kann man nicht? Ach, bestimmt. Mit Sicherheit kann man das. Nur nicht aus dieser Perspektive. Diese Dinge kann man... Ja, das ist ein großer... Ich weiß, kann ich das in einem Becher füllen? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ach, 100 pro. Das brauchen wir auf jeden das Fall. Das ist eine natürliche Waldkreatur mit viel Spaß an den Errungenschaften des Menschen. Und sein Freund mit dem Rüssel scheint an dem ganzen Spaß teilzuhaben. Okay. Die Schlange hatten wir schon angeklickt, ne? Es ist eine Schlange voller freundlicher Kinder. Können wir denn reden? Ah. Ja. Was ist hier los, du süßer kleiner Ragamuffin? Wonach sieht es denn aus, Kotzfresse? Du solltest etwas mehr Respekt gegenüber den Älteren zeigen, Bengel. Ich respektiere nur mich, du Volltottel. Oh, darf ich ihn jetzt vertrimmen, Sir? Nein, Max. Die Pubertät wird für den hier Strafe genug sein. Das ist wahr. Wir wollen auf der Tierrutsche rutschen. Stell dich hinten an, du Schaf! Lass mich vor, du kleiner Rabauke. Leck mich! Okay, die sind stärker bis als wir. Bis dann, Wiesel. Verdammt. Bis dann, wo Wiesel? können wir uns das Ding selbst anziehen? Ich glaube, weder Ort noch Zeit sind richtig. Na gut. Aber es geht. Ja. Theoretisch geht es. Theoretisch geht es. You must be this tall. Das heißt, wir können da rein. Ah, nur Max nicht. Ja. Wobei Max mit Ohren ist ja so groß. Scheint, als ob uns dieser Fahrstuhl direkt in Washingtons Nase bringt. Ja, geil. Dann gehen wir mal in Washingtons Nase. Na? Geht. Gut. Alles klar. Oh, hier können wir uns... Können wir uns hier den Suit anziehen? Genau. Und dann eintauchen. Düppen. Sie ist wohl die verantwortliche Person hier oben. Okay. Was ist das? Sie ist wohl die verantwortliche Person. Sie ist wohl die verantwortliche Person hier oben. Ich glaube, sie ist die verantwortliche Person hier oben, Marco. Ja? Arbeiten Sie hier? Ja. Ich bin olympische Bungee-Springerin und ich weiß alles, was man über Bungee nur wissen kann. Seit wann ist Bungee eine olympische Disziplin? Nun, sie scheint's zu glauben. Was muss ich tun? Man müsste das Grundprinzip verstanden haben. Du legst dir die Bungee-Ausrüstung dort hinter der Kleiderwand an. Und wenn du soweit bist, musst du in die große Teergrube springen. Aber so ein großer, starker Haufen Fell wie du wird wohl kaum Probleme damit haben. Ja, hört sich einfach an. Sieht gefährlich aus. Das klingt doch mal gut. Wenn so ein größer Haufen Fell. Wie du. Du. Bungee aus dem Osten. Hey, da unten ist immer noch dieses haarige Schwein. Das ist das Schöne am Teer. Es hat immer die richtige Konsistenz und Temperatur. Es können Tage vergehen, bis du zu tief sinkst, um dich noch zu finden. Überzeugt. Packen wir es an. Ja, dann wollen wir mal in die Teergrube. Warte, erstmal will ich noch die Quietschentisch machen. Meine Nase läuft. Wes nicht? Tschö. Bis dann, Süßer. Jetzt kann ich hier hintergehen und mir den anderen Mantel mal umwerfen. Warte, kann ich benutzen? Hör auf damit. Was? Sie hat mir Knutscher zugeworfen. So. Das ist so. Was meinst du? Steht dir hervorragend. Oh, sei vorsichtig. Sie könnte uns schubsen. Das ist eine Gefahr, die ich jeden Tag durchstehen muss. Nun, Max, was meinst du? Hast du den Anzug an? Ich glaube nicht. Wie James Bond. Bist du sicher? Jimmy wäre jetzt sicherlich nervös.
Aber mach trotzdem ein wenig hin. Ich glaube, du fängst an, Zeit zu schinden. Jimmy. Schnuckelchen. Wer schindet Zeit? Ich warte nur darauf, dass mein Kumpel zusammen mit mir diese spektakuläre Aussicht genießt. Ah, okay. So. Dann den Anzug anziehen. Ich glaube, weder Ort noch Zeit. Es ist ein Bachstell. Geht das nicht? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Kannst du dann auf die Kabine kriegen? Einmal. Ich will nochmal hier benutzen. Ich glaube, weder Ort noch Zeit sind richtig. Scheiße. Jetzt nochmal auf die Kabine damit? Ja. Geh erstmal auch nochmal hinter die Kabine. Vielleicht auch. Vielleicht muss ich das ja wirklich hinter der Kabine machen. Ich glaube, weder Ort noch Zeit. Diese Dinge kann man nicht zusammen. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Oder ich muss den unten eintauchen. Ja. Einfach. Dann mal richtig schön eindippen. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Noch nicht. Dann spring einfach mal. Ja, wir können bestimmt mit dem Ding zusammen unten noch was machen. Weil wir sind ja schwer und dann hängen wir unten und dann können wir es bestimmt eintauchen. Aber das machen wir ja in der nächsten Folge. So ist es. Und bis dahin. Auf Wiedersehen. Alles Beste.